Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem The Blazing Blades. Schon wieder was her, wo ich es jetzt gespielt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich das mal wieder mache, aber anscheinend mache ich sowas mal wieder mal. Ja, wir machen einfach mal weiter. wie sieht denn das so aus? Aha. Eigentlich ganz gut. Machen wir so weg. Ab den letzten Wochen eine Menge zu tun gehabt. Relativ wenig Zeit gehabt. Deswegen gab es unter anderem auch den einen Part nicht von. Na, wie ist es nochmal? Dawn of War 2, jetzt haben wir's. Nur so nebenbei. Hat eh keinen interessiert, wie ich gesehen habe, insofern umso besser. Da wollen wir hier vorne choken. Können auch vorne choken. Ja, wenn ich kurz rausgehe, sagen wir so bis hier. Wie gesagt, bis hier kommt immer keiner rein. Dann passt das. Du hast die Iron Axe ausgerüstet, wunderbar. Muss nur gucken, dass aus deren Reichweite rauskomme. Der ist ein bisschen Arschloch. Du könntest hier hochrennen und den erledigen. Wow, Matthew, bist du sinnvoll. Bist eine richtig gute Einheit. Ich mache hier einfach zu. Kann man alles machen. Ja, dafür war ich auch ein Ex-User. Ich würde sagen, mit Marcus ihn einfach degradieren. Ja, radieren wir kurz den Marcus aus. Wozu haben wir ihn? Oh Gott, Quits. Sagen jetzt zu den ganzen anderen meine relativ lange Quit-Animation. So weit kommen die. Oh, er kommt sogar an Marcus ran, als er angegriffen wird. Ja, komm, pass auf. Lässt mal aus, wenn hier mal hin als Wand. Dann haben wir für ihn schon mal den oberen Weg gesperrt. Geht mir eher hier ein bisschen auf den Sack. Das Problem ist, mit Matthew kann ich absolut nichts machen, weil er absolut scheiße ist. Also verzieh dich. Wir könnten Lowen da hinschicken. Wir können auch Eddie Wood hier vorne hinschicken. Fischern machen die, wir schon nicht genug. Lass die Mädel mal dahin und visiten mal. The pirates from the citadel in the south keep raiding a nearby village. The Marcus ignores our pleas for help. We'll all be overrun someday. Some should go to the village and warn them. Okay. Sprich, hier unten kommen bald ein paar Piraten an. Von hier unten wahrscheinlich. Na, wundervoll, kommen da also auch noch ein bisschen Blödsinn. So, jetzt kommt er nicht mehr dahin, ne? Na. Okay. Können wir die ganzen anderen Buis hier rausschicken. Vorhin auch selber mal rausjagen. Und dann mal gucken, was so passiert. Okay, er heilt sich. Soll er ruhig. Skill und Speed. Okay. Immense Skill. Ach, da kam sogar ein Lowen ran. Okay. Ich habe ein Sword ausgerüstet. Mein Fehler. Nur weil es eine Result Factor gehen. Greift wirklich. Wow. Ja, wahrscheinlich, weil ich das Sword ausgerüstet habe, ne? Ich meine, so scheißegal, Marcus tut euch eh ziemlich overrun. Ich könnte ihn doch alleine gegen alle einsetzen, damit sie alle auseinandernehmen.
Okay. Nice. Oh, Priscilla. Priscilla, sorry. Das ist kein I. Priscilla, has your escort returned yet? No. He left yesterday in search of a way out of here. I just hope the soldiers of Laos haven't captured him. His search for help must have been fruitless. Marcus Laos has ordered that no aid be given to you. There are really nothing that any of us can do. I apologize, but... No. You could turn me over to the Marcus. And yet you continue... To grant me asylum. I'm grateful for that. Of course, if I simply went to the castle, it would all be over. Don't fret over that. None of us are overly fond of the Marcus. He's always threatening us. He treats us like slaves. All of these war preparations, we want nothing to do with them. Maybe divided into territories, but we are Lucians after all. Oder Lucians, wie man es ausspricht. Eine Nation halt, mein Gott. We'll be invited by another country one day. But why does it so start a war here at home? None of us understand what he's doing. Ah, Priscilla bekommen wir da, wenn wir da hingehen. Okay. So, der Gute gibt mir leicht auf die Eier. Ah, wir haben einen Rapier, damit kriegen wir ihn kaputt. Fein, haben wir die ganzen Kavallerien schon mal erledigt. Das heißt, wir können Oswin hier runterschicken. Und Hector kann an sich hier unten aufräumen. Ich mag diese Animation von Hector, wenn er angreift. So, die zwei bleiben hier, weil ich meine... Huch. Ich meine, da kommen noch mehr Kavalleristen, die alle Lances haben. Da sind die beiden ganz gut dafür. So. Bleibt die Frage, wer kann jetzt mit Irk sprechen? An sich müsste es ja selber können. Ja, jawohl. Dann können wir Irk rekrutieren. Frage, warum wir Marcus jetzt Studie hinschicken, um das Dorf zu einzunehmen, wäre nicht verkehrt, ne? Nicht, dass er es dann kaputt macht, oder geht das überhaupt hier? Keine Ahnung. Ja, gut, hier ist Mörk. Oh mein Gott. Alles klar, legen wir los. Oh mein Gott, it's Irk! It's been so long! What are you doing here? Oh, Sarah. You're the last person I wanted to see. Oh, that's so sweet. You wanted to see me again? Hey, I know. This is perfect. Come with us and lend a hand, Irk. I beg your pardon? Come on. I'll even introduce you to Lord Sector in Eliwood. I know you. You're probably just wondering about without work. No, Sarah. I'm afraid I'm gainfully employed, however. If you're fighting Laos... This might work out after all. What are you babbling about? Make up your mind, will you? My employee is hiding in the village, sort of here. If you help me protect her, I'll join with you. Okay, also... Ist Irk wirklich gerade dabei hier? Priscilla. Priscilla. Mein Gott, warum sag ich mal Priscilla? Priscilla zu rekrutieren, okay. Wie machen wir das jetzt? Ordentlich Holz, was da ist. Ich hätte eine Vorahnung. Aber dazu muss der Bogenschütz weg. Wie viel Movement hast du? Von 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Käme hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, würde aber auch klappen. Nicht, wenn ich hier hingehen würde. Sollte klappen. Nach Olka zu denselben,
Level-Teil gehabt wie im letzten Mal. Level 7 damit, okay. So, können wir ihn hier hinschicken. Mach mal den Schützi weg. Durch den Kopf, Alter. Uah, brutal. Job, Lowen. Ich nehme alles zurück. Hier ist jetzt offen. Okay, daran habe ich nicht gedacht. Vielleicht kommt er. Nicht weit genug anscheinend. Das sei denn, er macht das Dorf kaputt. Dann muss ich eigentlich hier hingehen. Kämen sogar beide an Irk an, ist das Problem. Es sei denn, ich stelle mich hier hin, damit Irk nur von einem angegriffen. Dann geht's ja noch halbwegs. Na gut, gehen wir ins Dorf, weil ich weiß, ob die kaputt gemacht werden. Attack, what? Achso, okay. Here was it. You're battling Eric and his men, alright? Let me tell you, I'm on your side. My granddaughter Marcus Louth took her away. He found her pretty and forced her to the castle. It's not much, but please take this. It's a large sword, so you have to be strong to use it. It's a bit unwielding, but it's a mighty weapon nonetheless. I hope you can defeat the Marcus' son, Eric. It would make our lives more pleasant. Good luck to you. Iron Blade. Ah. Ja, das geht ab zu Manilus. Na, guck an. Ich kann sogar jetzt hier noch mal warten, den Weg versperren. Das passt. Und Barjo kann da mal warten. Na, mal gucken. Ich denke mal, Irk wird das schon aushalten. What the fuck? Achso, ich habe noch den Killing Edge. Ja, wow. Jetzt machst du den Quit. Dann, wenn du nicht sollst. Luck and Defense. Immerhin Defense. Das ist mir egal. Auch wenn ich immer uns die Sword ausgerüstet habe, ich schlauer Hund. Na gut, wir reden immer noch über Marcus. Wobei ich ihm zu viele Kills gebe. Aber hey, damit haben wir jetzt weniger Kavalleristen. Das Problem bei den Typen ist einfach, die können einen richtig heftig swarmen. Und jetzt können sie es eben nicht mehr, weil wir so ein paar weniger haben. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt Marcus eine Lance gegeben hätte, dann kaum Schaden machen. Okay, das tut weh. Oder auch gar nicht. Wow. Okay, es lief besser als gedacht. Good job, Irk. Oder Erk. Oh boy. Hey, what's out of this? Looks like a war's broken out. Perfect time for a raid. Up and up, mates. The village is ripe for plunder. Eieiei. Was gibt es los? Okay, bedeutet, wir müssen uns nach Süden durchboxen. Wobei, an sich so viele Gegner sind es auch nicht mehr. Wir können Marcus mal zurückschicken. Denn das eigentliche, was ich mit ihm machen wollte, haben wir geschafft. Wartet mal ganz kurz. Lowen? Was nicht auch Lowen AP? Nicht wirklich. Dann haben wir mal Marcus hoch. Wer weiß, vielleicht brauchen wir nochmal. Wieso haben wir bis jetzt immer noch nur ein einziges. Wobei, nee, wir haben bei Priscilla. Dann haben wir den zweiten Heiler. So, die beiden Lippen bleiben mal da. Einfach nur weil es kann, geht Eliwood mal hier Hallo sagen. Listen to this. Have you heard the tale of the Marquess's, was? Infert was? Infertion? Was? There's a young woman staying in the village in the harbor. Her looks, everything about her is the theme of a princess. The Marquess's attention is a borderline of obsession. He sent countless envoys to invite her to the castle, but she rejects him every turn. Now the Marcus has guards around the village, keeping her trapped.
She has nowhere to escape. It's so sad. Uns wissen, was der Priscilla so erzählt. Dass sie ja eigentlich, ja, auch eine Noble ist. Die kann mal ein bisschen Heilung vertragen, kriegt ja nächste Runde was ab. Leider fehlt mir ein Dancer. Müsste ich aber auch bald wieder bekommen. Okay, jetzt die Olle. My bones, the signs point to rain, yes? Watch yourself. Okay, könnte regnen. Oh, jetzt haben wir hier Pirates. Was haben die für Waffen? Normale Iron Axe. Könnte ich dann sicher mit Loan machen. Da kriege ich das eigentlich ziemlich gut hin. Ja. Dann schaffen wir die Pirates davon, Bullshit zu machen. So. Kommen wir an Land. Die kämen immer noch an Land, mit Ausnahme von dem kleinen Wäldchen hier. Da können wir Becker hinsetzen. Und ich will bald mal langsam Battle Preparations bekommen, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit solo zu traden. Aber ich hatte doch Battle Preparations gehabt jetzt, oder? Ich meine ja, aber ich hab's. Keine Ahnung, kann sein. Weiß nicht. Da kommen weitere Bandits, okay. Du hast eine gewisse lausige Reichweite, ne? Du wirst von Irk auf jeden Fall genugt, so viel steht fest. Aber warte mal ganz kurz, wie weit kommen die Kavalleristen? Nicht aus der Bullshit-Bauer? Ja, ne, die kommen nicht so weit. Wozu nehme ich noch Matthew mit? Das frage ich mich gerade. Blast, and they're stronger than I supposed. To the castle. I want all the reinforcements available, and I want them now. Lord Eric is struggling. He requests reinforcements. What? Ready the men. Unbelievable. These numbers cannot stop them. Fido, where are you going? It seems that conquering Lucia might have been too much to ask of you after all. I must inform my master. A black fang will be leaving at once. No! You can't abandon us. Not at this stage. Who was it that said Ostia mustn't learn of our plans? Wasn't it you, Lord Darren? The Marcus of Laos himself? Yes, it was. There's no turning back for me. Not now. But please, one more. Give me one more chance. Where are reinforcements? Why haven't they come? I've no choice, I must attack. Genau. Wenn du kaum Unterstützung bekommst und dich nicht halten kannst, greifst du an. Mhm. Zurückziehen wäre besser, oder? You, to the castle, find more men. Yes, my lord. Kommt jetzt auf mich zugelaufen, oder was? Michigan-Piraten da unten sind auf jeden Fall kein Problem. Und jetzt ist es am Regnen. Ich liebe diese Bewegungsreichweite. Na komm, Lauren, heute gibt es Piratenfutter. Also, Futter aus Piraten. So, der Reichweite ist gerade sowieso ziemlich eingeschränkt. Meine aber auch. Aber an sich reicht der Irk, den zu erledigen. Weil du wirst ja gewiss keine Resistance haben, ne? Ne. Dann reicht nämlich, dass ich den Irk dann schicke. Und schicken wir Hector und Koma nach vorne. Dass wir uns schon mal um die ganzen anderen Typen kümmern. Schnappt sich Hector nämlich Priscilla. Haben wir unseren zweiten Heiler. Na, passt das.
Es regnet übrigens immer noch. Lass mal sehen. Ja. Dann haben wir noch einen Wender und eine Armory, die können wir besuchen, nachdem ich sie da rausgeholt habe. Das ist da vorne jeweils. Nee, ich kann leider mit Hector nicht ran. Zu schade, aber ich kann sie nicht so unter angreifen. Wir müssen ziemlich Frontenclash werden. Ich mag sowas. All out attack. Oben kommen zumindest keine weiteren Piraten mehr, das heißt, wir können sogar Lowen noch zurückholen. Ja, machen wir mal. Die zwei sind mir scheißegal. It's rain, it will end shortly. Ah, kommt mal Piraten. Gut, wenn der Regen bald aufhört, dann könnte ich es eigentlich jetzt noch ausnutzen und gucken, dass ich mich so hinstellen kann, dass ich nur ein paar treffen kann. Was habt ihr denn alles für Waffen? Du hast ein Iron Sword, okay. Iron Lance, Iron Lance. Du hast ein Silver Lance, Iron Lance. Also rennst du vielleicht da, wo ich Hector nicht hinschicken darf, steht er da rum. Okay, das ist blöd. Die Leute Animation. Ich habe rumfuchteln. Ist ja blöde. Schade, ich hätte sie gerne angelockt. Aber ich kann ihn vielleicht mit Gear anlocken. Bloß so ein Killing Edge, das soll ich nicht weiter auf die Probe stellen. Was? Weil ich es kann. Oh boy, das wird jetzt interessant werden. Okay, und wer ist nach Priscilla? Lady Priscilla, are you well? I should be asking you that, Erk. Have you been wounded? I'm fine. So, ich habe deine Stimme schon wieder geändert. Listen, my lady, I found some friends who will help us. Truly? We'll be joining up with Marcus Ferrer's son. Traveling with them seems to be safety away for us. To continue our search for your family. Erk? Oh, my apologies. This isn't the place to discuss such things. I'm sorry, but... Lady Priscilla, my teacher entrusts you to my care. Until you have reached your goal, I will not leave your side. Thank you, Erk. Nice, Priscilla. Brittany hier hin. Insofern natürlich ultra wichtig. Muss erst mal gucken. Alles klar. Gehen wir direkt mal shoppen mit ihr. Was haben wir denn hier? Das übliche mal wieder. Mhm. Ich glaube, wir können uns mal ein Iron Sword. Ein Iron Lance. Und ein Iron Axe mal holen. Wenn nicht verkehrt. Was haben wir hier? Das übliche. Ich glaube, eine Wohnung wäre ganz okay. Ein Healing Turm wäre ganz okay. Ein Fire Turm wäre auch ganz okay. So, ab wieder ein Reinglied. So, jetzt haben wir hier einen Haufen Bullshit vor uns. Die Frage ist, wie machen wir es am dümmsten kaputt?
So, muss es aber leider zugeben, dass ich einen taktischen Fehler gemacht habe. Denn wenn die alle auf einmal auf mich drauf swarmen, habe ich ein Problem. Die Kavalleristen haben allesamt 7 Movement, nehme ich mal an, ne? Genau. Ich muss mich zurückziehen. Weil wenn die mit da drauf knüppeln, ist das scheiße. Weil das kann ich avoiden, indem ich mich einfach hier vorne irgendwie in den Wald hier absetze. Verzieh dich mal, Matthew, du kannst überhaupt nichts. Hector geht hier brav ins Wäldchen. Außerdem kann davor stehen bleiben, den macht das nichts. Du bist auch ganz weit weg. Dann können wir Elliot mal langsam ranholen, auf einen Zentimeter. Wir können sie hier hinschicken. Marcus auch ins Wäldchen. Und ihr mal Steelands geben. Und die kommt hier hinter. Setzen wir uns hier mal defensiv hin. Es können mich hier nicht viele angreifen. Das sind die Kavalleristen. Und die würden gegen die gesamte Verteidigung von Oswin und Hector ziemlich auseinanderprallen. So, und die Piraten, die nehme ich hier mal in Empfang. Anscheinend kommen von da keine weiteren Kavalleristen. Also können wir so machen. Oh boy, Boss Time. Lost the two throne of Lucia. Taste my lands. Ach, schade, also mir ein bisschen was sogar, wa? Was? I'm disappointed. Das ist nicht gut, aber ich habe genügend Leute, die ihn ausschalten können. Vorhin habe ich eine Rapier in der Nähe. Ich wette, der hat noch einen speziellen Battlecode mit Elliot und Hector. Da war das Problem mit Lone wieder. Daran habe ich nicht gedacht. Aber ich habe eine Heilung dahinter, insofern das passt schon. Das ist egal. Diese Ausweichanimation. 2 cm bewegt, passt. Mhm. Mehr konnte ich mich zu. Wie schaut es aus, wenn ich Elliot ihn angreife? Okay. Nicht ganz so toll. Ja gut, hat halt eine Silverlands, ne? Das ist das Problem daran. Na, das ist ein kleines Problemchen, was ich jetzt habe vor mir. Oh, Pussilia können sogar rein. Machen wir es mal. Habe ich Healing Staff gekauft? Ich glaube nicht, ne? Dann wäre das noch nicht so runde schnell. So, hier müssen wir erstmal einen ziemlichen fetten Durchbruch leisten. Wie schaut es mit Marcus aus gegen ihn? 17 Schaden. Steel Sword? Ne, Steel Sword scheiße. Steel Lance ist schon nicht schlecht. 17 Schaden, hätte nur noch 11. Dann würden die Elliot kaputt bekommen, ne? Wenn er trifft. Ich würde sagen, das gehen wir mal an. 12 halte ich hier locker durch. Gut. Und wenn es hart auf hart kommt, kann ich auch ein bisschen heilen. Obwohl, es sollte schon ziemlich gut hinhauen. Let's do it! Eric, stop this nonsense! I've no wish to strike you, down a fellow classmate. Anscheinend schon. You're a sentiment fool. You think we're still in school? Well, let me give you an education. First you will fall, and then Hector. Ferry and Ostia will be crushed beneath my boot. Soon all of Lucia will be under our control. Nope. I help me, I'm no one's prisoner. Ah! Oh, er hat ihn gefangen genommen.
Hätte noch gerne mit Hector noch angegriffen. Oh, gutes Level-Up. Hätte noch gerne mit Hector angegriffen, mal zu gucken, was er dazu sagt. Und wir haben die Silverlands bekommen, nice. So, jetzt müssen wir die noch auseinandernehmen. An sich kann Hector den hier kaputt machen, genau. Nice. Dann haben wir noch die zwei. Dann gehen wir Becker noch. Wie schaut's mit Oswin aus? Kann er da ein bisschen Schaden machen? 18, so ziemlich gut. Dann kann ich mit Rebecca den Kill machen. So, müsste hier unten. Der ist jetzt auch hinüber, da ich Speed gelevelt habe. Und das war's mit den ganzen Kavalleristen. So, die kommen in dem Wall nicht mehr durch, aber ich kann Marcus nicht mehr heilen. Sollte nicht schlimm sein. Na, ich weiß nicht. Weiß es Marcus. Sollte er drauf gehen, würde ich echt, keine Ahnung. Heulen? Na, kann man bezeichnen. So, die zwei wollen so dringend aufs Maul haben, dann warte ich hier auf die. Obwohl, ich sehe gerade, wir müssen ein paar beenden, Leute. Im nächsten Part geht's weiter. Ciao!